Hier war doch irgendwo noch ein Reparaturset. Wahrscheinlich hier. Mehr Dingsteile und mehr Plastik. Läuft. Yay. Oder die Küche. Dann kommt hier natürlich, wie gesagt, das wäre die ganze Küchenabteilung. Dann kommt hier das ganze Essen rein. Ich habe schon eine Küchenabteilung, sehe ich gerade. Dann packe ich jetzt einfach mal den Rest rein erstmal. Ich muss das irgendwann aussortieren, aber nicht jetzt. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Erste-Hilfe-Koffer, weil ich habe nicht mehr so extrem viel gerade. Nur für den Fall der Fälle. Die Frage war, war jetzt hier das Flugzeug irgendwo schon oder war es noch weiter weg? Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es weiter weg war, aber man weiß ja nie. Wahrscheinlich doch weiter weg. Ich muss dann auch noch irgendwann die ganzen Schutzdinger anbringen. Oh ja, ich muss ja noch unbedingt mal ein bisschen schlafen. Bevor ich dann loslaufe, dann passt es auch wieder. Ach, scheiß drauf mit dem Energy-Drink, den ich jetzt verschwendet habe. Platz sollte ich genug haben. Yeah, wir sind reich.
War das Flugzeug hier irgendwo? Ich weiß, man konnte es irgendwie schneller erreichen, man muss ja nur wissen, wo. Es war nämlich an einer Stelle ziemlich nah an den Schienen eigentlich. Vielleicht auch da hinten schon. Ich glaube, hier ist es. Und ins Bett. Ordentlich Sport gemacht und dann ins Bett. Das Spiel ist aber tatsächlich so pflegeleicht, ich habe 1% CPU-Auslastung. Oh, mit einmal wird's dunkel. Yep, ich hatte recht. Das sieht mir sehr nach einem Flugzeug aus. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht die zweite Statue untergebracht ist. Oh nein. Nachteil an denen ist, die können halt wirklich überall sein, während du die Zombies eigentlich nicht in der Botanik findest irgendwo, sondern nur an, wie sagt man mal, vorgefertigten Stellen. Liegt da jemand? Ist nur ein hässlicher Ast. Bist du ein böser Busch? Nö. Ist ein lieber Busch. Na geht da. Oh, ist das ein Muskelzombie? Ich könnte es vielleicht mal irgendwann mal ausprobieren, wie das mit dem Schleichen läuft, aber. Mehr so, da meinte die direkte Konfrontation.
Das lief ganz gut. Viel, viel besser als erwartet. Ah, Geld! Du bist noch tot, oder? Oh, Gott sei Dank. Problem ist halt, wenn wirklich jeder zum Zombie wird, dann ist so ein Absturz halt echt kritisch, weil sterben halt viele Leute bei sowas. Und Tote. Bedeuten in so einem Fall noch mehr Tote. So viel wie möglich mit denen erstmal loswerden noch. Ich glaube auch nicht, dass ich in dem Ding sehr viele Vorräte finde, aber ich will halt diesmal mal plündern. Konnte ich beim letzten Mal halt nicht, weil die Zombies einfach zu stark waren. Hallo Klöpschen. Infizierter Schwabbel. Hat man gegen die auch eine Chance hier? Selbst wenn man sie mal verfehlt. Was ist das hier? War übel da drin, oder? Tatsächlich wäre mein erster Gedanke in der Situation, wenn ich hier drin wäre, erstmal raus. Draußen hast du bessere Chancen. Weil in so einem Ding kannst du dich kaum bewegen. Und wenn dann erstmal hier die ersten zu Zombies geworden sind, dann bricht Panik aus. Dann wird es natürlich richtig hässlich.
Wenn dann die ersten sich verwandeln, hast du eigentlich keine Chance mehr. Oder kaum noch. Und scheiß auch erstmal auf dein Gepäck. Erstmal guck, dass du und deine vielleicht noch Liebsten rauskommen und dann kannst du weiterschauen. Okay, es läuft wesentlich besser. Das ist aber immer noch echt eine Todesfalle, finde ich. Dieses Ding ist eine absolute Todesfalle. Und dieses Flugzeug hat absolut nichts dabei. Ah, erste Klasse. Mehr Bewegungsfreiheit, merkt man sofort. Natürlich haben die auch Geld dabei. Das sind solche Sachen. Selbst wenn ich jetzt Millionär wäre, ich würde nicht erste Klasse fliegen. Ich glaube es zumindest nicht. Weil das wird halt gleich ums 5-6-fache teurer. Und ja, Fliegen ist immer anstrengend. Darum will ich auch nicht jetzt mit meinem kleinen Kind fliegen. Aber es ist einfach. Brauche ich noch nicht. Aber wenn hier ein Starker drin ist, habe ich ein Problem. Ganz schön viel erste Klasse. Das ist meistens nur extrem wenig, weil sich das eh kaum einer leistet. War gerade der Krähe drin? Mein oberster Chef ist so ein klassischer Typ, der sich das leisten kann. Der ist wahrscheinlich auch schon mittlerweile Milliardär. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Gründer von meiner Firma Milliardär ist. Habe ihn sogar schon getroffen. Sieht halt aus wie ein 80-Jähriger. Ein 80-Jähriger Milliardär. Überraschenderweise ist der nicht an. Oh, da war die Figur. Nummer 3. Überraschenderweise ist der einfach nur ein 80-Jähriger. Der wahrscheinlich eine Menge Geld hat. Und dem deswegen wahrscheinlich haufenweise Leute in den Arsch kriegen. Wird das unsere neue Basis? Reißen wir hier die ganzen Sitze raus und pflanzen Gemüse an in der Umgebung. Aufgegraben ist das Feld ja schon. Ich glaube nicht. Lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Aber hier war die dritte Figur drin. Das finde ich schon mal gut. Also auf dieser extrem hohen Schwierigkeit keine Chance. Keine Chance bei 300% Schaden. Du kriegst auch nicht so extrem viel raus. Das Ding ist einfach nur beschissen, es ist schwer hier drin zu kämpfen und du kriegst halt nichts. Das ist halt so ein Gebiet, in dem du kein Holz kriegst und kein Metall, sondern dafür eher Lebensmittel und Bandagen, aber die irgendwie auch nicht. Ist einfach nur ein schlechtes Gebiet. Komm her.
nicht wirklich lohnenswert, aber wir können ja weitergehen. Mehr ist jetzt hier eigentlich auch nicht. Schade, jetzt habe ich schon alle Figuren gefunden. Und soweit ich weiß, gibt es nur drei. Zumindest waren nur drei abgebildet in seinem Update. Im Grunde ja die drei Hauptcharaktere an Zombies, die man so am häufigsten findet. Weiter geht's. Wie geht's uns? Ich muss dringend etwas Wasser trinken. Und wir haben Nummer 3. Mrs. Krankenschwester. Nee, die möchte ich nicht trinken. Aber ein paar Snacks haben wir gefunden. Ja, das ist der Weg, den ich ja sonst immer gelaufen bin, aber... Nein, danke! Aber den würde ich gern trotzdem noch gehen. Weil ist noch jemand, den ich gern erlösen würde. Alles ist auf der anderen Seite. Oh! Er ist doch hier. Da liegt irgendwas. Würdest du bitte aufhören, mich zu schlagen? Ich will dir helfen, Mensch. Obwohl, ich wollte ihn nur erlösen. Da drüben gibt es ja eh nichts zu holen. Von daher, das Ding haben wir ja schon gefunden. Da können wir auch ins nächste Gebiet aufbrechen. Und das nächste Gebiet, da soll ich dann wirklich vorbereitet sein. Das heißt, ich werde auch meinen getreuen Roboter mal mitnehmen. Bei dem werde ich brauchen. Ich werde alle möglichen Ressourcen brauchen. Ich brauche den Schlafsack. Ich brauche ein paar Waffen. Vielleicht auch deutlich mehr zum Heilen und Essen und Trinken. Aber vor allem muss ich den Roboter mitnehmen. Von andererseits, ich kann mittlerweile schon echt viel tragen. Wiederum andererseits mache ich jedes Mal den gleichen Fehler.
Ich glaube, ich laufe wieder ohne den Roboter los. Es hat Tradition, ja. Vielleicht werde ich mir noch vorher ein paar ordentliche Sachen machen. Vor allem auch bevor wir ordentlich schlafen. Ah, steht sogar schon jemand. Dem zeigen wir es gleich mal. Ja, mein Knüppel. Schön, oder? Ich finde es wenigstens gut, dass er eben darauf hinweist eigentlich und ich das ignoriere. Machen wir es so. Mal schauen. Den brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich auf jeden Fall. Heilzeug noch ein bisschen mehr. Wie steht es in meiner Ausrüstung? Metall und sowas. Machen wir einfach noch zwei. Habe ich gerade Metall mitgenommen? Anscheinend nur. Ja, ich habe es nicht nochmal gemacht. Okay. Aber die Reparaturkits könnten ganz gut helfen. Stoff? Nicht viel wahrscheinlich. Essen und Heilmittel wären vielleicht nicht verkehrt. So, davon nehme ich auf jeden Fall ein paar mit. Kilo. Vielleicht ein bisschen viel für eine Stadt, aber wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Schlaf. Wir schlafen uns jetzt mal richtig aus, bevor wir da loslegen. Und das werden wir auch beim nächsten Mal erst machen. Ich habe halt auch mal 4 Stunden länger geschlafen als sonst. Und ich kann nur sagen, es war echt schön.
Ja, immer noch 57 Kilo, aber das passt tatsächlich soweit. Ich werde garantiert noch eine Menge verlieren, wenn ich mich da durchschreddere, durch die Gebiete. Du kommst mal mit. Habe ich, ich habe Wasser, Essen. Ich sollte soweit vorbereitet sein. Ich kann 50 Kilo an Gütern noch mitnehmen. Ich werde Schwefel brauchen, aber alles andere finde ich eigentlich unterwegs. Ich werde auch garantiert mindestens noch einmal aufleveln. Oh, da hat er was fallen lassen. Sage ich nicht nein. Sag ich dazu. Können auch immer wieder diese anderen Zombies raus. Kommen jetzt hier Sumpfzombies schon? Frag für einen Freund. Yep. Die sind stark. Die tun richtig übel weh. Muss nur ausweichen an der richtigen Stelle. Dann passt's auch. Okay. Haben wir schon wieder den ersten Schwefel? Mit dem Holz, was ich dann hier finden sollte, bauen wir da wieder was zusammen. Verstecken sich aber gut. Ich erinnere mich ein bisschen an Donald. Als Kind konnte ich das richtig gut. Mittlerweile kann ich es nicht mehr. Ich hab's. Wenn ich es wieder überkriege, ist vielleicht wieder hin. Der mal alle herausgefordert hat. Und immer wütend war. Ah. Mein Lieblingscharakter tatsächlich. Okay, jetzt muss ich auch wirklich langsam aufhören. Es schadet vor allem nicht, hier 4 Schwefel mitzunehmen, finde ich. Vielleicht kann ich daraus irgendwann mal was anderes noch machen, außer dieses Dynamit. Dynamit ist halt für sich schon cool. Aber da geht bestimmt noch mehr. Hat mich gerade echt schlecht erwischt.
absolut unvorbereitet. Ist denn eigentlich so eine Kiste? Nicht nur ein Stein. Wie war das Aufhören? Das Spiel macht es einem echt nicht leicht. Okay, aber ich habe jetzt echt noch ein paar Sachen zu tun. Deshalb sollte ich jetzt wirklich mal aufhören. Ich meine, heute ist zwar ein freier Tag, aber da ich jetzt endlich mal ausschlafen konnte, sollte ich den vielleicht auch nutzen. Ja. Und schon geht's langsam zur Neige mit unseren Vorräten. Hä? Ach so. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Zompiercer für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.